Ich konnte den Geist eines ermordeten Häuptlings seinen Spielzeugbären zurückbringen. Dadurch hat der Geist jetzt wohl seine ewige Ruhe gefunden. Ich hoffe, dass diese Ruhe nie mehr gestört wird. Manchmal wünschte ich, ich hätte hier eine Warten-Option statt eine Rasten-Option. Ich bin ganz Ohr. Oh, ich bin so glücklich, dass ihr zurückgekehrt seid. Unser armer kleiner Junge hat nun Frieden. Er erschien, um sich von uns zu verabschieden und uns zu sagen, dass ihr ihm seinen Teddy gerettet habt. Ich danke euch, meine Fürstin, ihr seid sehr freundlich. Ja, ich danke euch so sehr. Schnüff, es ist wirklich erleichtert. Komm, mein Gatte, lasst uns heimgehen. Nun gut. So, wieder Erfahrung. Das gibt uns wieder einen ordentlichen Boost. Gerade bei Minz sind wir bald beim Stufenaufstieg. Nur also keine 10.000 Erfahrungspunkte mehr. Bei Keldon sind es noch etwas mehr als 40.000. Yoshimo hat noch ein paar mehr vor sich und Eri ebenfalls. Ja. Aber so kommen wir langsam ans Maximum und wir haben den Friedhof abgeschlossen. Yay. Das heißt, ab ins Brückenviertel. Was immer ihr wünscht. Wobei. Erstmal zur Walkenspromenade. Entschuldigung für diese kleine Detour. Wenn ihr es wollt. Hey Kumpel, wer bist du denn? Habe ich schon mit dir geredet? Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Ja, das ist der Elfenrassist. So, da müssen wir hier rein. Oh, bevor wir zum Abenteurer allerlei gehen, erstmal hier oben hin zu unserem Geheimversteck. Weil hier haben wir Wirtshaus Mithras und zur Höhle der sieben Geier. Also auch keine Kupfermünze, Raststätte. Außer da hat wieder mal ein Übersetzer mit Mist gebaut. Weil, wenn wir schon hier oben sind, hier sind der Rüstungsschmied und der Bogner. Gucken wir mal kurz hier rein. Ich warte. Natürlich. Du bist der Rüstungsschmied? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ja, ich möchte mich ein wenig umsehen. Euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Du hast aber nur Standardzeug. Schade darum. Du? Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Hast auch nur Standardzeug. Du hast sehr viele Pfeile. Das wäre eine der wenigen Sachen. Wobei die Pfeile auch begrenzt sind halt. Aber im Augenblick brauchen wir auch keine Pfeile. Nachher kann Yoshimo ja Geisterpfeile verschießen. Ja, wenn es das. Gut, das heißt, hierher. Ach so, das sind die Sachen, die schon drin lagern. Brief des Gerbers kann weg, der Ankeck-Panzer, die beiden Sachen können weg, die Nachrichten können weg, die Lösegeldforderung und das Ding kann weg. Und den Rest, den behalten wir. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die silbernen und die bronzenen Pantalons herkriege. Und ob ich das überhaupt jemals will. So, und die gucken wir mal, ob wir sie verkaufen können. Die abgetragenen Stiefel. Ich glaube, unsere Standardstiefel, die wir drunter anhaben, die sind bequemer. Wir könnten ja einfach mal gucken, ob er irgendwelche Stiefel hat. Denk nicht mal dran, was zu klauen. Du? Hast du was Neues? Hey. Weg mit euch, nichts nutzt. Könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade versuche, mich zu einem Kauf äußerster Wichtigkeit hin durchzuringen? Ja, du hast auch nichts zu sagen. Ja, das ist der Lindwurm. Sie verkauft Zeug und hier oben ist sonst niemand. Ah, doch, hier hinten, glaube ich. Sie verkauft doch Zeug. Ich
Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ja, Schutzformeln, jede Menge Sprüche. War da gerade ein Meteoritenschwamm oder sowas dazwischen? Melfs magische Meteoriten ist nur Grad 3. Ah. Identifizieren, Gefühl, Resistenz, Genesung. Symboltod. Ich liebe Symboltod. Das ist ein Magierzauber. Ich dachte immer, das wäre ein Priesterzauber. Mit Hilfe dieses mächtigen Symbols kann der Magier ein Symbol auf die Erde oder eine beliebige andere Oberfläche zeigen. Das Symbol bleibt an diesem Ort, bis sich jemand nähert, dann entlädt sich seine magische Energie explosionsartig. Jeder im Wirkungsbereich muss einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder sterben. Wenn Wesen, die im Augenblick, wenn das Symbol ausgelöst wird, mehr als 60 Trefferpunkte haben, sind gegen seine Auswirkung immun. Ja. Strahl der Schwächung. Hier. Man sieht auch, wie sauteuer das Symbol tot ist. Ich kaufe es einmal. Einfach weil es so ein geiler Zauber ist eigentlich. Wobei, gab es das eigentlich in Baldur's Gate 2? Machtwort tot. Das war nämlich noch geiler. Das konnte man nämlich auf einen Gegner, also das war dasselbe, nur halt nur auf einen Gegner direkt. Symbol Betäubung Sonnenfeuer. Nö. Ich war, was möchtet ihr? Hast du noch was Interessantes? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Baldurans Schild, das was die Stärke minus 1 macht. Baldurans Schwert. Auch nicht ganz so passend. Und der Helm. Ist auch nicht so toll. So, jetzt aber. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich lasse Eri sogar extra einen Trank schlucken. Nicht so einen, sondern so einen. Da hat sie nämlich 20 Intelligenz. Und es hat geklappt. Das heißt, sie hat jetzt ihren ersten Stufe 8 Zauber. Aber sie hat schon ein paar. Aber die anderen sind nicht ganz so toll. Scheusal beschwören. Ja, Scheusal beschwören ist nicht so toll. Wobei wir ja Schutz vor dem Tod haben. Und in allen anderen Kategorien haben wir schon die maximale Anzahl an Zauber, die sie lernen kann. Außer Stufe 2, da könnte sie theoretisch noch 2 lernen. Ja. Ja, erzählt mir mehr davon. Gut, Ribald. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Ah, du nicht. Du eigentlich auch nicht, du hast nämlich nur Heiltränke. Wow, das Schwert ist aber schön was wert. Abgetragene Stiefel, der falsche Unverwundbarkeitstrank. Ja, das Schmetterhorn. Du hast... Ah ja, du hast die Edelsteine hier drin. So. Und wir sind wieder etwas reicher. So, wie kommen wir am schnellsten hier raus? Darum oder darum? Ich würde sagen, darum kommen wir am schnellsten hier raus. Und dann geht es jetzt wirklich endlich mal in die Zwischenwelt, um die Schauspieler zu retten. Dann haben wir eigentlich nur noch die Sphäre mit Valiga Cortala offen. Da müssen wir uns halt entscheiden, wer so lange in der Kupferkrone wartet.
Ah ja, stimmt, wir haben ja auch immer noch das Buch im Friedhof. Ja gut, da wird halt Keldon so lange warten, bis wir mit dem Zwerg das erledigt haben. Ich bin jetzt gerade gewillt, das zuerst zu machen und in der nächsten Aufnahmesession dann mich um die Sache... Wenn ihr es wollt. Die andere Sache zu kümmern. Noch haben wir ja Galen Bale nicht zugestimmt, dass wir sein Angebot annehmen, also können wir uns doch immer frei bewegen. Ich war natürlich. Hi Korgan. Und was interessiert euch noch ein versoffener Zwerg? Ja, Korgan. Wir suchen einen starken Krieger. Möchtet ihr diese Person sein? Ja, Stärke ist mein Geburtsrecht, Rot und Ehre. Aber warum sollte ich so eine peinliche Bande von Bettlern wie euch begleiten? Wir haben nur eine Beute für euch und wir geben euch davon 100 Goldmünzen, wenn ihr uns in den nächsten Monaten begleitet. 100 Goldmünzen nicht mal annähernd genug, um jemanden zu locken. Und was interessiert euch noch ein versoffener Zwerg? Entschuldigt, dass wir euch gestört haben. Wir finden einen Weg nach draußen ein. Und was interessiert euch noch ein versoffener Zwerg? Nehmen wir das erste. Hölle und verdammt ist da. Mein Kopf kann eine ganze Menge vorstellen, aber ich habe keine Lust mehr, so eine Horde Gerüche über bla bla bla. Ja. Und was interessiert euch noch ein versoffener Zwerg? 500 Goldmünzen. Na, das hört man sich doch ganz ordentlich an. Ja, da Minsk. Warte mal hier so lange. Bobus muss wissen, ob wir bei der Gruppe bleiben sollen oder nicht. Nein, ich denke, ihr solltet gehen. Geht zur Kupferkohle. Dort werden wir euch treffen, wenn wir eure Dienste wieder brauchen. Ja. Ich hoffe, mein Minsk ist hier jetzt irgendwo. Da ist Minsk. Gut. Ich bin bereit, aber gerne. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe... So, jetzt machen wir erstmal das, die Sache auf dem Friedhof mit dem Buch. Ihr tapferen Krieger alle! Die Sonne zeigt, die Zeit wird knapp! Ich bitte euch, beeilt euch! Grafstätte ruft und ich könnte gezwungen sein, beim Lockruf allein Beachtung zu schicken und mich ohne meine treuen Kumpel an der Bezahlung zu erfreuen. Wir hören ja euren Porträts, Korgan. Keine Panik, lass uns zur Grabstätte gehen. Los dann, schnell. Keine große Herausforderung. Macht's kurz. Ja, wir sollten uns da die Arbeit machen. Sag bloß, das hat so ein übelst Zeitlimit gehabt, das noch mitgetickt hat, während wir ihn nicht in der Gruppe hatten. So, Friedhof. Nun gut. Sag bloß, wir müssen doch noch in die unteren Grüfte dazu. Ach, das ist ja hier in den Unerledigten. Korgan und das Buch von Kasa. Ich habe mich mit Korgan zusammengetan, um das Buch von Kasa für einen Sammler als Pimlico zu finden. Es befindet sich anscheinend in einem Grabmal unter dem Friedhofsviertel. Einer der Krypten führt hoffentlich sich zu einem tiefer gelegenen älteren Bereich. Welches Level hast du? 8. Das ist nicht so schön, aber du bist gut bewaffnet. Streitaxt. Schienenpanzer. Ach, das wird gehen. Und du hast 100 Lebenspunkte. Und hast Stärke und Konstitution ziemlich hoch. Das heißt, eigentlich sollten unsere anderen Gruppenmitglieder seine Kraft recht ausgleichen. Gut, das müsste der Eingang zu den Krypten sein. Ich hoffe mal zur richtigen. So der Schnee? Sehr gut. Wow.
Schussformel gegen Feuer? Ja, cool. In welche Gruppe gehört das jetzt? Ah, in Stufe 3. Oh, sag bloß, das ist immer noch bei ihr hoch. Oh ja. Ich denke, Yokata,